It's great to be here with you again tonight. Es ist schön hier zu sein. Es ist richtig gut. For those of you that don't know me, I'm Rebecca and I'm married to Philip. Falls ihr mich nicht kennt, ich bin Rebecca. Ich bin verheiratet mit Philip. We have a church in England in a place called Crewe. In England haben wir eine Gemeinde. What? A place called Crewe in the northwest of England. Is in Crewe in Nordwesten England. That's it. Yes. Yeah. And we're parents to three boys. Und wir sind Eltern von drei Söhnen. And I think some of you met my eldest son James, who came to Bevegan in May. Im Mai war unser ältester Sohn James dabei. Yeah, we've got two other boys as well, Nathan and Timothy. And dann haben wir noch zwei 12-Jährige, two age 12, Nathan and Timothy. Is 18, yes. 12 and 18? 10. 10, ah, okay. Einer ist 10, einer ist 12, Nathan and Timothy. So they take up a lot of our time, but we enjoy the church plant we planted 8 years ago in England. Also diese Jungs brauchen eine Menge von unserer Zeit, aber wir freuen uns auch an unsere Gemeinde, die haben wir vor 8 Jahren gegründet. So I've started to travel with my husband in ministry. Und ich habe jetzt angefangen, mit meinem Mann zu reisen, wenn er im Dienst unterwegs ist. And last month we were in France. Und den letzten Monat waren wir in Frankreich. My husband was ministering to the men. Mein Mann diente den Männern. And I was ministering to some of the ladies. Und ich diente einigen der Frauen. The ladies were in a big church hall. It was made of stone. It was huge, huge ceilings. Also die Frauen haben sich versammelt in einem alten Kirchengebäude aus Stein mit einer riesenhohen Decke. And we had no microphones. Und es gab kein Mikrofon. So, and I had to get used to being translated as well. Und ich wurde auch übersetzt. So I had a lovely translator, just like tonight. Und es war eine, also so eine schöne Übersetzerin, liebliche Übersetzerin wie heute Abend. And I said to the people, I said, I hope you can hear me. Und ich sagte zu den Leuten, ich hoffe, ihr könnt mich hören. So I had translated into French, I hope you can hear me. Also ich werde übersetzt in Französisch und ich hoffe, ihr könnt mich hören. And she looked at me. Ach, ich sagte das auf Französisch, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Und sie schauten mich an. And she looked at me and she said, it doesn't matter if they can't hear you. Und die guckt mich an, die Übersetzerin sagt, das macht nichts, wenn die dich nicht hören können. It's me they need to hear because they don't understand you. Sie müssen mich hören können, denn dich verstehen sie sowieso nicht. So, although I felt quite foolish. Also ich, foolish, silly. Yeah. I felt silly. Also ich habe mich dumm gefühlt. I feel that God taught me something through this. Und ich spüre, dass Gott mir dadurch etwas gesagt hat. It doesn't matter what I say. Es ist egal, was ich sage. It matters what he says. Es kommt darauf an, was er sagt. It's what God has to say to you, which is important. Wichtig ist, was Gott euch zu sagen hat. So I pray that tonight, also ich bete, dass heute Abend you have ears to hear, ihr Ohren habt zu hören, what the Spirit of the Lord is saying. Was der Geist des Herrn sagt. That's Revelation 2:29. Das ist Offenbarung 2:29. Amen. Amen. Thanks, babe. Hallelujah. I think I'll sit down and let you speak. Ich glaube, ich setz mich und lass dich reden. Isn't it wonderful? Ist es nicht wunderbar? God's been speaking the last day so much to you guys. Gott hat gesprochen in diesen Tagen. And I believe that God will speak even more in the coming days. Und ich glaube, dass Gott in den kommenden Tagen noch mehr sprechen wird. But you know, we've received so much. Aber wenn wir so viel sehen. And there's so much more to say. Und es ist noch so viel mehr zu sagen. But
You need to open your heart tonight. Aber heute Abend müsst ihr euer Herz aufmachen. It's been a long day. Es ist ein langer Tag gewesen. You know, you're feeling weary. Und ihr fühlt euch müde. Oh, that's just me. Oh, that's sorry, just me. Tut mir leid. Bitte vergebt mir. Before I get into the ministry tonight, Peter asked me to share some things about myself so that you can know me. Also bevor ich anfange heute Abend zu dienen, Peter hat mich gebeten, etwas über mich zu erzählen, damit ihr mich kennen könnt. And you know, I appreciate that, but I don't want you to know me, I want you to know him. Also ich schätze das, aber ich will nicht, dass ihr mich kennt, ich will, dass ihr Gott kennt. What I've done for you is insignificant compared to what he's done for you. Was ich für euch getan habe, ist bedeutungslos verglichen mit dem, was er für uns getan hat. Für euch getan hat. The Pharisees came to John the Baptist. Die Pharisäer kamen zu Johannes dem Täufer. And John the Baptist was the cousin of Jesus. Und Johannes der Täufer war der Cousin von Jesus. And John the Baptist was different to everyone else. Und Johannes der Täufer, der war ganz anders als alle anderen. But Jesus said he was the greatest. Aber Jesus sagte, er war der Größte. Apart from himself, of course. Außer ihm selber natürlich. You know, and the Pharisees came with their ways. Und die Pharisäer kamen mit ihren Wegen. And they said, "Who are you?" Und who said? The Pharisees said to John, "Who are you?" Und die Pharisäer fragen Johannes den Täufer, wer bist du? And he said, und er sagte, "I'm the one crying in the wilderness." Ich bin der, der in der Wildnis schreit. "I'm the one who is not worthy to buckle his shoe." Ich bin der, der nicht würdig ist, ihm die Schuhe auszuziehen. "Because the one coming after me is greater than me." Denn der, der nach mir kommt, der ist größer als ich. "And it's him you should listen to." Und auf ihn sollt ihr hören. Amen. So, I'm the one crying in the mountaintop in the forest of Germany. I'm the one on the mountaintop crying in the forest of Germany. Okay, also ich bin derjenige, der oben auf den Bergen in den Wäldern Deutschlands schreit. But ruft. I want you to hear him. Aber ich will, dass ihr ihn hört. I want you to follow him, not follow me. Ich will, dass ihr ihm folgt, nicht mir. Unless you're on Facebook and then you can follow me. Es sei denn, ihr wärt on Facebook, dann könnt ihr mir auch folgen. Halleluja. You know, God spoke to me when I was a young man. Gott sprach zu mir, als ich noch jung war. And you know, I thought I chose him, but actually he chose me. Also ich hatte das Gefühl, dass ich ihn erwähle, aber tatsächlich hat er mich erwählt. We think we choose Jesus. I believe I accept Jesus. Wir denken, wir entscheiden uns für Jesus. Ich glaube, dass ich Jesus angenommen habe. But Jesus is the one who chose you. Aber you. And you. Aber Jesus hat dich erwählt und dich. Chose you. He chose you. Er hat dich erwählt und dich. You didn't choose him, he chose you. Ihr habt nicht ihn erwählt, er hat euch erwählt. And some of you question God's decisions. Und da gibt's welche unter euch, die hinterfragen Gottes Entscheidung. God chose you. Gott hat dich erwählt. You didn't choose God. Nicht du hast Gott erwählt. You received what he freely gave. Du hast in Empfang genommen, was er verschenkt. God spoke to me during worship. Gott hat zu mir gesprochen in der Anbetungszeit. He said it grieves him. Er sagte, es macht ihn traurig. The ones that should be here and are not. Die hier sein sollten und nicht da sind.
when I was a young boy. Als ich ein Junge war. 9 years of age. Ich war 9. It was on a Sunday evening, just like this. Das war ein Sonntagabend, so wie dieser. Well, not just like this, because it was in England. Also nicht wirklich wie dieser, denn das war in England. And the preacher preached the message. Und ein Prediger war da und predigte die Botschaft. And I have no idea what he said. Und ich. No idea. Ich hatte keine Ahnung davon, was er da sagte. I had no idea what he said. Ich hatte keine Ahnung, was er da sagte. Because he wasn't talking to my head. Denn er sprach nicht zu meinem Kopf. He was speaking, and the word of God was talking to my heart. Er sprach und das Wort Gottes sprach zu meinem Herzen. And at 9 years of age, und mit 9 Jahren, lying in my bed in my own bedroom, lag ich in meinem Zimmer im Bett. I thought I invited God into my life. Und ich dachte, jetzt lade ich Gott in mein Leben ein. But God was inviting me into his life. Aber in Wirklichkeit hat Gott mich eingeladen zu seinem Leben. And in those moments, und in diesen Momenten, I felt the love of the Father, spürte ich die Liebe des Vaters, receive me as a son, der mich angenommen hat als einen Sohn. And it was like pure white golden light. Und es waren wie reine weiß-goldene Lichter, being poured into my spirit, die in meinen Geist hineingegossen wurden. And I felt the light of this liquid gold flood my body from the center outwards. Und ich spürte, wie dieses Licht aus flüssigem Gold von meinem Körper aus nach außen drang. And in those moments, I just fell asleep. Und in diesen Momenten bin ich eingeschlafen. As I was received, as I was loved, and as I was accepted. Ich war angenommen, ich war geliebt, ich war akzeptiert. I didn't realize that would make me an outcast. Es war mir nicht bewusst, dass ich von nun an ein Außenseiter sein würde. I didn't realize that would make me weird to the world. Ich habe damals nicht begriffen, dass mich das für die Welt zum Verrückten macht. But it did. Aber so war's. You know, a square peg in a round hole. A square peg in a round hole. Ach so, also ein Quadrat im. Ja, also die Quadratur des Kreises oder so. Ja, man kann nicht was Viereckiges in was Rundes reinstecken. See what I mean? A square peg in a round hole. That's exactly what I mean. Also eine quadratische Packung in einer runden Röhre. Yeah. Geht nicht. Amen. We love you. Thank you. In ein rundes Loch. Also einen quadratischen Pfosten kann man nicht in ein rundes Loch versenken. Das hält nicht. Okay, fast nicht. Danke. Sure. Okay. Just checking. Glory. Okay, thank you everyone for helping. I appreciate yes, it. Thank you. Yes, we need each other, don't we? Wir brauchen einander, stimmt es? Amen. Okay. Right, so, exactly a week ago. Vor genau einer Woche. During worship at church. Während der Anbetungszeit in der Gemeinde. I was standing near the back, near the technical desk. Ich bin ziemlich hinten gestanden neben der Technik. And so I was behind everyone. Ich war also hinter allen. And, you know, I could see the worship team. Und ich konnte da das Anbetungsteam stehen sehen. And I could see all the different people from behind. Und ich sah all die Leute von hinten. And I was looking at them. Und ich habe sie angeschaut. And I was trying to love them. Und ich habe versucht, sie lieb zu haben. Yeah, with some it was easy, with some not so much. Also bei manchen ist es einfach, beim anderen nicht so sehr. And as I looked at the exit door, also ich schaute zur Ausgangstür. I saw the Holy Spirit come into the place. Und ich sah den Heiligen Geist hereinkommen.
It was the person of the Holy Spirit, not the breath of God, the person of the Holy Spirit. Es war die Person des Heiligen Geistes, nicht der Atem Gottes, sondern die Person. And he was on fire. Und er hat gebrannt. Everything was aflame. Alles war brannte lichterloh. And as he walked through the door, the sides of the door and the wall were caught fire. Und als er durch die Tür kam, da hat der Türrahmen und die Wand Feuer gefangen. And these people was totally unaware to the presence and the power of the person of the Holy Spirit. Und die haben überhaupt nichts mitbekommen von der Person des Heiligen Geistes und von seiner Gegenwart. And the Holy Spirit came to me. Dann kam der Heilige Geist zu mir. And he said something to me. Und er sagte etwas zu mir. Because he knew I was grieving because of the way these people were supposedly worshiping. Denn er wusste, dass ich betrübt war darüber, wie diese Leute vorgeblich angebetet haben. And so I made a note of it. Und ich habe mir das notiert. And it was very simple, but I need to find it. Es war sehr einfach, ich muss es nur gerade finden. This is what he said. Und das hat er gesagt. He said, if you really knew me. Wenn ihr mich wirklich kennen würdet. Then you would give me your all. Dann würdet ihr mir euer alles geben. You would give me your all, like I have given my all to you. Dann würdet ihr mir alles geben, was ihr habt, so wie ich euch alles gegeben hatte, hab, was ich hatte oder was, wer ich bin. If you knew me, wenn ihr mich kennen würdet, you would give me your all. Würdet ihr mir euer alles geben? You would hold nothing back from me. Würdet ihr nichts vor mir zurückhalten? Like I have held nothing back from you. So wie ich euch nichts vorenthalten habe. Can we get the gravity of what the Spirit is saying? Begreifen wir die Schwere dessen, was der Geist sagt? If we had really, really understood what he's given us. Wenn wir wirklich, wirklich begriffen hätten, was er uns gegeben hat, we would surrender everything to him. Dann würden wir alles vor ihm niederlegen. I asked you a question yesterday. I said, have you found it? Ich habe euch gestern etwas gefragt. Ich habe gefragt, habt ihr es gefunden? Have you laid down your life? Habt ihr euer Leben niedergelegt? Like he's laid down his life for you. Wie er sein Leben für euch niedergelegt hat. You see, when we choose God, wisst ihr, wenn wir Gott erwählen, we make the rules. Dann legen wir die Regeln fest. So when we choose God, we make the rules. Also wenn wir Gott erwählen, dann setzen wir die Regeln fest. I choose you, God, so I'm going to give you this part of my life. Ich erwähle dich, Gott, und ich gebe dir diesen Teil meines Lebens. And we preach a false gospel to ourselves. Und wir predigen uns ein falsches Evangelium. And we like the control of coming and going to church when we feel like it. Wir möchten es im Griff behalten und wir wollen zur Gemeinde, zur Kirche gehen, wenn wir uns danach fühlen. And fasting is for freaks, it's not for me. Und Fasten, das ist für andere, für mich ist es nichts. And the Holy Spirit said to me, whilst I was standing there, und der Heilige Geist sagt zu mir, als I'm ich da stehe, grieved. Ich bin betrübt. Because people who should be here are not.
denn Leute, die hier sein sollten, sind nicht hier. We're holding out on God because we're trying to control God. We are holding out. Also wir halten Dinge zurück von Gott und so betrüben wir ihn. Ach, weil wir halten Dinge von Gott zurück, weil wir es im Griff behalten wollen. We're holding back. Wir halten zurück. Because we're tired. Denn wir sind müde. Because we're beaten up. Wir sind verprügelt. Because we feel worthless. Wir fühlen uns wertlos. There's too much pressure from life. Der Druck des Lebens ist zu schwer. There's too much sickness. Da ist zu viel Krankheit. There's too many demands. Zu viele Forderungen an uns. There's too much opposition. Zu viel Widerstand. Excuses. Ausreden. You see, George has preached some good messages, George. Wisst ihr, George hat ein paar gute Botschaften gepredigt. He's preached about you guys, us, together, becoming the sons of God and not the orphans of the world. Er hat gepredigt, dass ihr und wir alle zu Söhnen Gottes werden und nicht weißen Kinder der Welt. And he said some powerful truths that some of you have already forgotten. Und er hat ein paar starke Wahrheiten verkündet, die einige von euch schon vergessen hatten. But my God, who has given us everything, aber mein Gott, der uns alles gegeben hat, said, come to me. Sagte, kommt zu mir. All those who are weak. Alle ihr, die ihr müde seid. All those who are weary. Alle, die erschöpft sind. And I will give you rest. Und ich werde euch Ruhe geben. So what are we trying to do? Also was versuchen wir zu tun? Some are trying to get into the worship zone to just feel something of God. Manche versuchen in die Anbetungszone zu kommen, um irgendwas von Gott zu spüren. The problem. Das Problem. My people perish because of a lack of knowledge. Mein Volk kommt aus Mangel an Erkenntnis. And George has been preaching wisdom to you to increase your knowledge. Likewise, who? Gunther. Who? George. George has been preaching wisdom. Yeah. Okay, George hat euch Weisheit gepredigt, eure Erkenntnis zu stärken. And everyone who's stood in this place over the years has tried to impart something into you. Und jeder, der über die Jahre hier gestanden ist, hat versucht, euch etwas mitzuteilen. If God has held nothing back, wenn Gott nichts zurückgehalten hat, if Jesus Christ has given you his all, wenn Jesus Christus alles ist, wenn Jesus Christus euch alles gegeben hat, if the Father in heaven has given his best, wenn der Vater im Himmel sein Bestes und Kostbares gegeben hat, what is the problem? Wo ist das Problem? The problem is you think he's holding back on you. Das Problem ist, dass du meinst, er enthält ihr etwas vor. Well, not you guys, you're all right. Also ihr nicht, ihr seid okay. Genesis, the book of Genesis, in the beginning. Gut, 1. Mose, im Anfang. God created. Schuf Gott. And he created in an order, didn't he? Let there be light. Und hat es in einer Ordnung geschaffen. Als erstes, es werde Licht. Let there be light in the day and darkness at night. Licht am Tag und Dunkelheit in der Nacht. He separated the firmament. Er trennte das Firmament. He separated the waters. Er hat die Wasser getrennt. He called forth the ground out of the waters. Geschieden und dann hat den Erdboden herauskommen lassen aus dem Wasser. He spoke to the ground. Er sprach zum Erdboden. Herbs, grass, trees grow. Kräuter, Gras, Bäume wachsen. He then spoke animals, birds, fish. Und dann sprach Tiere, Vögel, Fische. Then he created Adam and Eve. Und dann Adam und Eva geschaffen. Fast forward a few thousand years. Schnell vorlaufen, paar tausend Jahre. To 2023. Bis zu 2023. Yes, there was a great flood. Yes, things changed. Ja, es hat sich viel verändert. But. Aber.
Now we're all talking green energy. Jetzt reden wir alle über grüne Energie. Renewable energy. Erneuerbare Energien. Electric cars. Elektrische Autos. Where do you think the electricity comes from? Was meint ihr, wo der Strom herkommt? Comes from the ground. Kommt er aus dem Boden? Lithium, cobalt, copper, gold. Lithium, Kobalt, Kupfer, Gold. Everything that's being built into those batteries. Alles, was in diese Batterien eingebaut wird, is coming from what God created in the beginning. Kommt von dem, was Gott am Anfang erschaffen hat. It's not a new creation of gold. It's not a new creation of lithium or cobalt. Es wird kein neues Gold geschaffen, kein neues Lithium oder Kobalt. It's already there. Das ist schon da. God held nothing back. Gott hat nichts zurückgehalten. In the beginning, he gave you everything. Am Anfang hat er euch alles gegeben. Adam and Eve's problem was they thought God was holding out on them. Das Problem von Adam und Eva war, dass sie dachten, Gott enthält ihnen etwas vor. And yet God had given them everything. Und doch hatte Gott ihnen alles gegeben. The only thing he held back, das Einzige, was er zurückgehalten hatte, is what would harm them. Ist das, was ihnen schaden würde. And he's done the same for us today. Und das Gleiche hat er für uns heute getan. Everything you need is already been provided. Alles, was du brauchst, ist bereits vorhanden. Your prayers are already answered before you even pray. Deine Gebete sind erhört, bevor du sogar anfängst zu beten. You see, we spend all these thousands of pounds trying to get education on how to pull things out of heaven and to bring them to earth. Wisst ihr, wir geben Tausende von Euro aus, um zu lernen, wie man Dinge vom Himmel herunterziehen kann, die doch schon auf der Erde sind. If I just pray in the right way, God will release it. Ich muss nur richtig beten, dann wird Gott es schon schicken. I'm telling you, that's a lie. God's already released it. It's a lie to say that we have to do something to receive the goodness of God. Das ist eine Lüge, zu sagen, wir müssten etwas tun, um die Güte Gottes zu empfangen. God has given you everything you need to be successful. Gott hat dir schon alles gegeben, was du brauchst, um Erfolg zu haben. And for thousands of years, those minerals have been laying in the ground. Diese Mineralien liegen in der Erde seit Jahrtausenden. But for such a time as this, they're there for electric cars. Für eine Zeit wie diese, wo wir Batterien brauchen für Elektroautos. Everything that you need is alles, not hidden, it's revealed already. Alles, was du brauchst, ist nicht verborgen, es ist schon bereits geoffenbart. But how do you get the minerals? How do you get the minerals? You have to dig for them. Aber wie findet man die Mineralien? Man muss danach graben. Some poor children somewhere. Ein paar arme Kinder irgendwo. Are working in a mine. Arbeiten unter Tage. For pennies. Für shillings. Cents. For tiny little pennies. Für einen Hungerlohn. With a low life expectancy. Und sie haben eine geringe Lebenserwartung. So you can drive around in an electric car. Damit ihr im Elektroauto rumfahren könnt. Which can go about 100 miles before it needs more power. Sorry. It can travel about 100 miles and then you've got to go and plug it in and get some more power. Okay, und ihr fahrt ein paar hundert Kilometer und dann müsst ihr es wieder einstecken und mehr Strom ziehen. Where does the electricity come from? Wo kommt die Elektrizität her? Comes from the ground. Aus dem Boden. Comes from the coal. Kommt von der Kohle. Or comes from the wind. Oder vom Wind. Maybe from the water. Vielleicht vom Wasser. Did God create the ground? Yes. Hat Gott die Erde erschaffen? Ja. Did God create the wind? Hat er den Wind erschaffen? Yes. Ja.
What about solar power? Did God create the sun? Was ist mit Solarenergie? Hat Gott die Sonne erschaffen? What was the problem? Wo ist das Problem? We didn't understand how to harness those things. Wir haben nicht verstanden, wie wir uns all das zunutze machen können. How to turn those things into energy until recent times. Wie daraus Energie zu gewinnen bis in letzter Zeit. Was God holding back on us? Hat Gott irgendetwas zurückgehalten? No. Nein. He made Adam and Eve super intelligent people. Er hat Adam und Eva erschaffen und das waren super intelligente Leute. We're thick compared to Adam and Eve. We're thick, stupid. Also im Vergleich zu Adam und Eva sind wir dumm. It's taken us thousands of years to figure out how to harness this energy. Wir haben jetzt Jahrtausende gebraucht, um herauszufinden, wie wir diese Energie für uns nutzbar machen können. But it was provided in the creation of God. Aber sie wurde uns bereitgestellt in der Schöpfung Gottes. So everything we need has already been given. Alles, was wir brauchen, ist schon gegeben. And at the cross of Calvary. Und am Kreuz von Golgatha. God confirmed he's given everything. Hat Gott bestätigt, dass er alles gegeben hat. He's held nothing back. Er hat nichts zurückgehalten. So when we speak in the name of Jesus. Also wenn wir sagen im Namen Jesu. It's already been answered. Das ist schon erhört. All we're doing is digging it up. Wir tun nur noch es ausgraben. All we're doing is using the name of Jesus like we've been told to. Wir gebrauchen nur den Namen Jesu, wie wir es gelehrt worden sind. We got to release what God's given us. Und wir release what God has given us. Wir machen das verfügbar, was Gott uns gegeben hat. What is our problem? Was ist unser Problem? Well, I can't work miracles. Ja, ich kann keine Wunder tun. Yeah, and that's the problem. Ja, das ist das Problem. Well, I can't raise the dead. Ich kann keine Toten erwecken. Well, yeah, there's the problem. Ja, das ist das Problem. But if everything's been given, aber wenn alles gegeben ist, and we have the understanding it's available, und wir haben begriffen, dass es verfügbar ist. We better put our miner's hat on. Our miner's hat. Also wir müssen eben den Schutzhelm aufziehen, den Bergarbeiterhelm. We better start studying the scriptures to bring out the treasure. Und müssen uns in die Schrift vergraben, um den Schatz zutage zu fördern. God has equipped us. Gott hat uns ausgerüstet. And he's given us the keys to talk like him. Und er hat uns den Schlüssel, die Werkzeuge gegeben, wie er zu sprechen. To create like him. Wie er etwas zu schaffen. And to live like him. Und wie er zu leben. Oh, Pastor, you don't know my problems. You don't know what I'm going through. Oh, Pastor, you don't know. Oh, Pastor, du kennst meine Probleme nicht. Du weißt nicht, was ich durchmache. Pastor, du hast keine Ahnung. Oh, you foolish Galatians, who has bewitched you? Oh, ihr törichten Galater, wer hat euch verzaubert? Paul said, I told you everything you needed to know, and you let religion come back in and teach you the wrong things. Paulus sagt, ich habe euch alles beigebracht, was ihr wissen müsstet, und ihr habt Religion wieder reinkommen lassen und euch alles mögliche verkehrte Lehren. You see, the church has been infiltrated. Seht ihr, die Kirche ist infiltriert. It's been infiltrated. Sie ist infiltriert. By get wealthy, get healthy and get fame and fortune. Werd reich, werd gesund, werd berühmt und hab Glück. 7 keys to your breakthrough. 7 Schritte bis zu deinem Durchbruch. 1000 promises to reach your new peak. 1000 Verheißungen, mit denen du deinen Gipfel erreichen kannst. Heaven's only an offering away. Der Himmel ist nur ein Opfer entfernt.
And we've let doctrines of demons infiltrate the gospel of Jesus Christ. Wir haben es zugelassen, dass Lehren von Dämonen das Evangelium von Jesus Christus verfälschen. And the church has created. Und die Gemeinde hat geschaffen. Monsters. Monster erschaffen. And not missionaries. Statt Missionaren. What are we going to do about it? Was können wir da tun? It's easy. Ganz einfach. We say thank you. Wir sagen. I say thank you too. Yeah, good place. Good place to say thank you. Also, es ist eine gute Stelle, danke zu sagen. It's also good to say, Lord, I'm sorry I've missed the message. Es ist auch gut zu sagen, Herr, es tut mir leid, ich habe die Botschaft verpasst. I've tried to be somebody. Ich habe versucht, jemand zu sein. And I haven't realized I am somebody. Und ich habe nicht begriffen, dass ich jemand bin. I've been so wounded and so rejected and so hurt. Ich bin so verwundet, so abgelehnt, so verletzt. I've become ugly like that. Ich bin hässlich geworden, like who? Like I've been hurt, so I've been a person that hurts. Ah, okay. So ich bin verletzt, deshalb bin ich auch jemand, der andere verletzt. I've been in pain, so I've given pain. Mir tut's weh, also mache ich anderen weh. I've been looking at my lack and not your provision. Ich habe auf meinen Mangel geschaut und nicht auf das, wie du versorgst. Because people have said, you've got to give to be blessed. Weil Leute gesagt haben, du musst geben, damit du gesegnet wirst. And there's some truth in that. Und da ist ein Körnchen Wahrheit drin. It's a principle. Das ist ein Prinzip. But they've made it an idol. Aber sie haben einen Götzen daraus gemacht. They've made it the principal thing instead of the cross. Die haben das zum Prinzip erhoben statt des Kreuzes. And so we need to come back and get God's mindset. Also wir müssen wieder zurückkommen und Gottes Gesinnung annehmen. When you stop trying to control everything. Wenn du aufhörst, alles im Griff haben zu wollen, things will get better. Dann wird's besser werden. See, people try to control. Seht, die Leute versuchen, im Griff zu haben. They like to try and control the things they really can't control. Sie wollen Dinge kontrollieren, die sie nicht kontrollieren können. But you'll never be happy trying to control what you can't control. Aber wenn du versuchst, was im Griff zu haben, was du nicht im Griff haben kannst, das macht dich nicht glücklich. And if you've been a pastor or you've been a leader in a church. Und wenn du ein Pastor warst oder ein Gemeindeleiter. One of the quickest lessons you realize is you can't control people. Eine der ersten Lektionen, die du kriegst, das ist, dass du Leute nicht kontrollieren kannst. Du kannst sie nicht im Griff haben. And if you do control people. Und wenn du es versuchst, wenn du es tust, you become very frustrated. Dann wirst du sehr frustriert werden. Because they don't do what you want them to do. Denn die tun einfach nicht, was du willst, dass sie tun. You see, we've talked about the orphans. Wir haben gesprochen über die Waisen. We've talked about the sons. Wir haben über die Söhne gesprochen. But we haven't talked about the fathers. Aber wir haben noch nicht über die Väter gesprochen. Because the church has been full of hirelings and not fathers. Denn die Kirche, die Gemeinde Jesu, ist voll von Mietlingen und nicht von Vätern. We need the fathers. Wir brauchen die Väter. We need the fathers. Wir brauchen die Väter. That love their children. Die ihre Kinder lieben. You know how I talk to my church when I'm away? Und ich sag zu meiner Kirche, wenn ich weg bin. I send messages to the leaders that are there. Dann schicke ich den Leitern, die dort sind, Botschaften. And I tell them this. Und ich sage ihnen. Tell my beloved children. Sag meinen geliebten Kindern. That I miss them.
dass ich sie vermisse. I love them. Ich liebe sie. God loves them. Gott liebt sie. But be better. Be better. Aber seid besser. But I love them. Aber ich liebe sie. The father will sometimes, you know, have to run after the odd sheep. Und ein Vater muss manchmal dem Schaf hinterher rennen. But one thing I have learned about sheep. Aber eines habe ich gelernt über Schafe. When you put out good food, they show up. Wenn man gutes Futter auslegt, dann kommen sie. Nah. You see, the church needs fathers. Seht ihr, die Gemeinde Jesu braucht Väter. The church doesn't need more people telling you how to be successful. Die Kirche braucht nicht mehr Leute, die dir erzählen, wie man erfolgreich wird. The Father in heaven chose you before the foundation of the world. You are precious. Der Vater im Himmel hat dich auserwählt vor Grundlegung der Welt. Du bist kostbar. You are received, you are accepted, you are loved. Du bist angenommen, du bist akzeptiert, du bist geliebt. The prodigal son had an inheritance. Der verlorene Sohn hatte ein Erbe. He never stopped being a son. Er hörte nie auf, der Sohn zu sein. But the moment he disconnected from his father, aber in dem Moment, als er sich von seinem Vater getrennt hat, he no longer could handle his inheritance. Konnte er nicht mehr länger sein Erbe verwalten. And instead he squandered it. Stattdessen hat er es verschleudert. He squandered the inheritance he had. Er hat sein Erbe verschleudert. Because he was dissatisfied with his father. Denn er war nicht zufrieden mit seinem Vater. But his father, aber sein Vater, never stopped calling him a son. Hat nie aufgehört, ihn Sohn zu nennen. Even when that prodigal was acting like a goat. Auch dann nicht, als dieser verlorene Sohn sich aufgeführt hat wie ein Ziegenbock. But the father never ran after the goat. Aber der Vater ist dem Ziegenbock nie nachgerannt. He prayed for him. He looked for him. He longed for him to come back. Er hat für ihn gebetet, er hat nach ihm Ausschau gehalten und er hat sich danach gesehnt, dass er zurückkommt. And that prodigal, und dieser verlorene Sohn, with all that the father had given him, mit all dem, was der Vater ihm gegeben hatte, his heart was not for the father. Trotzdem war sein Herz nicht seinem Vater zugewandt. He didn't understand how much he was loved. Er verstand nicht, er begriff nicht, wie sehr er geliebt war. He didn't understand how much he'd been accepted. Er verstand nicht, wie sehr er akzeptiert war. He didn't value what he had. Er schätzte nicht, was er hatte. Because some wolf came along. Denn da kam ein Wolf vorbei. And told him there was more elsewhere. Und sagte ihm, woanders gibt's mehr. But the father loved him. Aber der Vater liebte ihn. The father waited for him. Der Vater wartete auf ihn. And the father is waiting for you. Und der Vater wartet auf dich. To get the revelation. Dass du die Offenbarung bekommst. Of how much God loves you. Davon, wie sehr Gott dich lieb hat. And when he came to his senses. Und als er zu sich kam. He said, sagte er, I've sinned against God. Ich habe gesündigt gegen Gott. And against my father. Und gegen meinen Vater. I'll return to him. Ich will zu ihm umkehren. And I will say, I am sorry. Und sagen, es tut mir leid. And maybe, just maybe. Vielleicht, nur vielleicht. I'll just get back into the household as a servant. Vielleicht darf ich zurückkommen als ein Diener, als ein Sklave, Tagelöhner. And some of you are like that. I've messed up. I've sinned against God.
Und manche von euch sind so, ich habe es verpatzt, ich habe gegen Gott gesündigt. And I'm not worthy to even be called a child of God. Und ich bin nicht würdig, auch nur ein Kind Gottes zu heißen. But when he returned to the house. Aber als er zum Haus zurückkam, he found his father waiting. Fand er seinen Vater und er wartete. And he embraced him as he was. Und hat seinen Sohn umarmt, so wie der war. And before he could even get finished repenting. Und er konnte noch nicht mal seinen Bußvers aufsagen vollends. The love of the Father was already restoring the Son to the rightful heir. Da hat die Liebe des Vaters seinen Sohn schon bereits wieder zum rechtmäßigen Erben eingesetzt. You see, the world had made him a slave. Wisst ihr, die Welt hatte ihn zum Sklaven gemacht. And the things that are being taught to you by so many. Und das, was so viele euch gesagt haben, is making you a slave. Das hat euch versklavt. Yeah, I talk to people. Ich rede mit Leuten. Obviously. Offensichtlich. And I tell them. Und ich sage ihnen. What are your desires? I ask them those questions. What are your desires? What are you chasing after? Ich frage sie, was ist deine Sehnsucht? Was jagst du hinterher? You know, and depending on their age. Und es kommt aufs Alter drauf an. The young guy will might be saying, I'm chasing after girls, I'm chasing after money, I'm chasing after cars. Der junge Kerl sagt vielleicht, ich bin hinter Mädels her, hinter Geld, hinter Autos. The middle-aged man is, I'm chasing after anything that will make me successful. Der im mittleren Alter sagt, alles, was mich irgendwie erfolgreich macht. Because my time is running out. Denn meine Zeit geht mir aus. And you meet the older man. Und wenn du den älteren Mann triffst and I say, what are your dreams? What are your visions? Und ihn fragst, was sind deine Träume, was sind deine Visionen? And they usually say, peace and quiet. Normalerweise sagt er, ich will meine Ruhe. But this is what I say to these young men. Aber den jungen Leuten sage ich, what you're chasing, was du nachjagst, has already caught you. Das hat dich schon im Griff. You're chasing it around, but it's already caught you. Du jagst dem hinterher, aber es hat dich schon gefangen genommen. It's already got its claws into your heart. Es ist schon in deinem Herzen drin. You see, we've stopped chasing God and we've chased anything but God. Wir haben aufgehört, Gott nachzujagen und wir jagen irgendwelchem Zeug hinterher. And it's got us. Und das hat uns im Griff. It's got our hearts. Es hat unsere Herzen. Now, if I asked a mother or a grandmother, also wenn ich eine Mutter, eine Großmutter frage, what's your dreams? Was sind deine Träume? And they usually answer this. Und normalerweise antworten sie, not always, but usually. Not always, but usually. Also nicht immer, aber in der Regel. Their dream is to have all their family with them. Ihr Traum ist, dass ihre ganze Familie bei ihnen ist. They long to be connected. Sie haben Sehnsucht danach, mit ihnen verbunden zu sein. With the ones they love. Mit denen, die sie lieben. But they're hurting because of the prodigals. Aber sie werden verletzt von ihren Kindern wegen der verlorenen Söhne. Because they've pushed people away. Denn die halten die Leute von sich. And then they wonder why people run away. Und dann fragen sie sich, wundern sie sich, warum die Leute vor ihnen weglaufen. And then they spend their last days lonely. Und ihre letzten Tage verbringen sie in Einsamkeit. What the church needs is fathers and mothers. Und die Kirche braucht diese Väter und Mütter. Paul said, I wish you would stop taking baby milk and move on to strong meat. Paulus sagte, ich wünsche, dass ihr aufhörtet, Milch zu trinken und erwachsen werdet, starke Männer. And a father wants his children to be successful. Und ein Vater möchte, dass seine Kinder Erfolg haben. A real father wants his children to go further than they did. Ein echter Vater möchte, dass seine Kinder weiterkommen als er selber.
But so many fathers have been beaten up, they become painful people to be around. Aber so viele Väter sind verprügelt worden und es tut weh, in ihrer Nähe zu sein. In vielen Kirchen, in denen ich war, the prayer meetings are usually full of women. In vielen Gemeinden, da sind die Gebetsabende in der Regel voll von Frauen. Because the men find it too painful to be open. Denn den Männern ist es zu schmerzhaft, sich zu öffnen. And the women want to do the right thing, but they criticize the men in the process. Und die Frauen wollen es richtig machen, aber sie kritisieren die Männer. And they push the men away and they wonder why the men won't come to church. Und sie schieben die Männer zur Seite und dann wundern sie sich, warum die Männer nicht zur Kirche kommen. You're making me look bad in front of the pastor. You're making me look bad in front of the pastor. Du stellst mich bloß vor dem Pastor. This is what goes on. And you know I'm right. Und so läuft es und ihr wisst, dass ich recht habe. It's time to stop acting like children and start acting like adults in the church. Es ist Zeit, dass wir aufhören, uns wie Kinder zu benehmen, und wir sollten anfangen, so zu tun, als wären wir, oder so zu handeln, als wären wir Erwachsene. And too many men are running away because it's the easier option. Und so viele Männer laufen weg, weil das das Einfachere ist. We need to do a lot of repenting in our marriages and in our churches. Wir haben viel Buße zu tun in unseren Ehen, in unseren Gemeinden. Do you understand my heart in this? Versteht ihr mein Herz darin? We can do so much better. Wir könnten es so viel besser tun. We can love each other so much more. Wir können einander noch so viel mehr lieben. We can be concerned about what the Father is concerned about instead of being concerned about what we are trying to control. Wir sollten uns um das kümmern, um das besorgt sein, was, wo der Vater drum besorgt ist, anstatt instead of trying to control things. Anstatt zu danach zu schauen, dass wir alles im Griff haben. So dying to self. Sich selbst sterben. Is because you love people more than you love yourself. Das tut man, wenn man Leute mehr liebt als sich selber. If you can take anything away from tonight. Wenn ihr irgendetwas von heute Abend mitnehmt. It's this. Dann nehmt das mit. Love the Lord thy God. Liebe den Herrn deinen Gott. With all your heart. Mit deinem ganzen Herzen. And love your neighbor. Und liebe deinen Nächsten. As yourself. Wie dich selbst. God's held nothing back. Gott hat nichts zurückgehalten. You're healed. Du bist geheilt. You're saved. Du bist gerettet. He's held nothing back. Er hat nichts zurückgehalten. So what's stopping you? Was hält dich zurück? The lies of the enemy. Die Lügen des Teufels, des Feindes. Saying that you'll be happy if you chase these things. Der dir sagt, du wirst glücklich sein, wenn du dem nachjagst. You will not be happy if you chase those things. Das macht dich nicht glücklich. You'll not be happy if you try to control anything other than yourself. Und es macht dich auch nicht glücklich, alles im Griff zu haben, außer dich selbst. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Mir ist zwischendurch so diese Stelle von Apostelgeschichte 3 so deutlich aufgepoppt. Now this passage of scripture in Acts chapter 3 is aufgepoppt. Oh, it's popped up. Okay. Es gibt die Wiederherstellung aller Dinge. There is a restoration of all things. Die
durch die Propheten angekündigt sind. The things that are being proclaimed by the prophets. Das ist, wie er erzählt hat von den Lithium-Batterien. Like he's talking about the lithium in these batteries. Wie Martin Luther die Dinge am 31. Oktober an die Tür geschlagen hat, hat er überhaupt kein Problem mit Lithium-Batterien gehabt. But back then, when Martin Luther was nailing those theses to the church door there, he didn't have any problem with lithium. Und um 1900 wurde die Ausgießung des Heiligen Geistes wiederhergestellt. But back at around the year 1900, the pouring out of the Holy Spirit was being restored. Und so ähnlich wie jetzt Schlag auf Schlag technologische neue Entwicklungen auf den Markt kommen. And now one bang, 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 the all kinds of new technology is coming out on the market everywhere. So werden wir die Wiederherstellung aller Dinge sehen. And that's the same way we're going to see the restoration of all things. Und ein Ding bei diesen Wiederherstellungen. One of these things in this restoration ist das, was die ganze Schöpfung sehnsüchtig erwartet. That's one thing that all the creation is longing and groaning for. Dass die Söhne Gottes sichtbar werden. That the sons of God will be revealed. Und das passiert. And that's happening. Und jeder, der da ist, ist gerufen. And everyone here is being called. Und ich entlasse euch heute Abend mit dieser Sicherheit. So I dismiss you all tonight with this security. Diese sichere Erwartung. This sure expectation. Dass diese Wiederherstellung passiert. That this restoration is taking place now and will continue. Aus all dem, wie er gesagt hat, was die ganze Zeit verfügbar ist. He's been talking about everything that has been available all along. Halleluja. Amen. 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 Seid gesegnet, genießt die Nacht und morgen um 10 Uhr mit voller Frische sehen wir uns wieder. Good night, be blessed and be ready. And ready to go at 10 o'clock tomorrow morning.